Ich brauche... Computer? Oxycrats, null. Verdammt! Wie komme ich jetzt sofort an mehr? Ways Arbeitsvertrag. Jedes Konto startet mit 100 Oxycrats. Bitte, ich will nicht sterben. Gib mir irgendwas. Anfrage. Offene Stellen für irgendwas. Ergebnis. Minenarbeiter gesucht in Sektor 5. Arbeit angenommen. Transfer zu Abteilung Asteroidenabbau erfolgreich. Oh. Asteroidenabbau. Naja, Hauptsache ein Job zum Atmen. Ich frage mich, wie es wohl war, als man noch einen tiefen Atemzug genießen konnte, ohne sich um den nächsten zu sorgen. Auf der Erde. Ein lebendiger Planet, eingehüllt in einer beschützenden Atmosphäre. Natürlich ist das nur Tagträumerei von einer längst vergangenen Zeit. Wenn du heute deinen Arsch zurück zur staubigen Wüste schleppen könntest, die wir mal Erde nannten, würdest du kein Wasser finden, geschweige denn Lebewesen. Der gesamte Planet ist zu einem sandigen Friedhof verkommen. Als die Welt unterging, suchten Millionen Flüchtlinge ein neues Zuhause. Die knappen Vorräte machten einen Sprung in die Tiefen des Weltalls undenkbar. Es gab nur einen Ort, der in Frage kam. Mars. Unseren Vorfahren wurde ein riesiger Außenposten versprochen. Eine Zusammenarbeit von Ways Wissenschaftlern und Pandoras arbeitswütigen Drohnen. Strahlungsfeste Hitzeschilde, Treibhäuser mit Wasserzyklen, synthetisiertes Biomaterial. Eine sichere Zuflucht, welche die Menschheit dankend annahm. Die einzige Bedingung: Ways und Pandora haben alles unter Kontrolle. Nahrung, Wasser, aber vor allem Sauerstoff. Die hohen Tiere haben die Marsoberfläche seit Generationen nicht betreten. Stattdessen erziehen sie ihre Nachkommen vom Pöbel isoliert auf dem Mutterschiff. Auf Distanz gehalten verloren die Familien ihren Bezug zur Bevölkerung. Heutzutage kämpfen die meisten Bürger in den verfallenen Slums einfach nur ums Überleben. Alles, was ich wollte, war die Oberfläche hinter mir lassen und mich hocharbeiten, um aufs Mutterschiff zu kommen. Aber seit ich im Orbit bin, muss ich für jeden Atemzug noch härter schuften als zuvor. Die einzige Freiheit, die mir bleibt, ist mein Schiff. Grüß euch, ich bin Machtig Kopfnuss von aus dem Gamer TV und möchte euch heute begrüßen zu Space Rift. Bin schon gespannt, wie die Geschichte gemacht ist. Soll angeblich sehr spannend und gut sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, da geht es jetzt gleich weiter. Das Intro war mal schon sehr imposant. Neuer Pilot registriert. Casey Black. Willkommen. Was zum... Ihr habt mich verladen, während ich gepennt habe. Bestätigt. Wen wundert's? Routinecheck benötigt vor Sprung zu Missionsgebiet. Mit Cockpit bekannt machen. Bringen wir es hinter uns. Auf Bildschirm schauen. Was ist mit der Frontscheibe? Unten links. Informationen zu Schiffkörper und Schilden. Schilde? Wofür? Analysiere persönliche Flugakte. Kollisionswahrscheinlichkeit 37%. Hey, die paar Kratzer beim Andocken. Was ist mit dem schicken blauen Teller und der Leiste an der Seite? Dreidimensionaler Koordinatentracker. Rechts Schiffgeschwindigkeitsanzeige. Ah, Radar und Tacho, alles klar.
Analysis. Wozu ist der Bildschirm gut? Scanning und Mining. Dargestellt, Frachtraum. Oh, das Feld hier sieht interessant aus. Was ist das? Kein Bildschirm erkannt. Na, dieser hier. Kein Bildschirm erkannt. Was redest du? Da ist ein Monitor mit einem Menü. Kontextfehler. Menü. Satz wiederholen. Vergiss es. Hier steht nichts drauf. Waffen- und Zielerfassungssystem. Ich glaube, es ist kaputt. Mach das mal an. Systeme derzeit nicht benötigt. Ein Versuch war's wert. Datenspeicher. Aktivieren, um die Waste-Broadcasts zu hören. Ach, das Gelaber ist schlimm. Aber besser als gar nichts. Durch deine Pilot in Kenntnis gesetzt. Starte Flugtest. Aktiver Mitarbeiter. Ist das wirklich nötig? Ich bin ein erfahrener Pilot. Pilotakte mit Schifftyp. 0 Stunden. Zum markierten Asteroiden fliegen. Ah. Erinnerung. Schubkraft erhöhen. Ah, da. Mittelmäßige Fähigkeiten festgestellt. Ich weiß, wie man fliegt, verdammt. Starte Waffentest. 3 Schüsse abgeben. Na also, es geht doch. Feuer frei. Test erfolgreich. Waffensystem voll funktionsfähig. Ach komm schon, ich war noch nicht fertig. Initialisiere Sprung zu Missionsgebiet. Erste Anordnung. Vorherigen Unfall untersuchen. Ein verunglücktes Schiff? Ich dachte, ich wäre hier zum Asteroiden abbauen, nicht um Müll aufzusammeln. Jede Information zu Unfallursache ist nützlich. Anfrage. Weiß Pilot von Boost? Den Boost? Ja, klar kenne ich den. Machst du Witze? Lustige Einführung. Der überhitzt auch, okay. Schauen wir mal, was der jetzt redet. Getan. Dein Leben mag einsam sein, doch ein erwachsener Mensch braucht nichts abseits der Gedanken als Zeitvertreib. Vor Jahrzehnten nicht viel übrig geblieben, wie es scheint. Scan an der Unfallstelle durchführen. Sie waren zur ewigen Studie der Schriften. Ich schätze mal, der Pilot hat's nicht überlebt. Vertrag aber aufgelöst. Stellenanzeige geschaltet. 3:18 Uhr. Manuelle Selbstzerstörung initiiert. Er hat sich hochgejagt? Warum das denn? Weiterleitung der Frage an Zentrale. Hey, keine Umstände bitte. Gesendet. Mann. Ich hasse diese Bürokraten. Scanning aktiviert. Oh, stopp. R1. Nichts zu sehen. Lass uns ein paar Asteroiden bearbeiten. Bestätigt. Missionsziel. Abbau von Barium, Gallium und Eisen. Alles klar. Initiiere Abbauanleitung. Schritt 1. Asteroid scannen. Hab Mineralien gefunden. Schritt 2. Sonde aussenden. Sondenorbit wird auf Bildschirm angezeigt. Sind die kleinen Kreise die Mineralien? Bestätigt. Schritt 3. Bohrer aktivieren, wenn Sonde direkt über Mineralien. Verstanden. Schritt 4. Explosivkopf detonieren. Das hättest du auch früher erwähnen können. Abbauergebnis. Mittelmäßig. Hey, nicht schlecht fürs erste Mal. Vorsicht,
Sonden nur einmal einsetzbar. Ich werde es mir merken. Los geht's. Ah, da fliegt die schon. Anordnung von Zentrale. Psychologische Bewertung von Pilot gewünscht. Blackbox von Schiff benötigt. Oh Mann, hätte ich doch nur meine Klappe gehalten. Wahrscheinlicher Auffindungsort auf Radar markiert. Kurzwellen-Scan aktiviert. Kalibrierung. Blackbox gefunden und markiert. Den werden wir auch noch. Ich habe alle Sonden beladen. Missionsziel erreicht. Sind wir hier fertig? Blackbox-Suche jetzt. Primäre Aufgabe. Das hat mir gerade noch gefehlt. Hab sie. Analysiere Daten. Audioaufnahme gefunden. Na dann lass hören. Piloten dieses Schiffs. Hier spricht Station Anoxia. Wir haben... brauchen Schiffe und Mineralien. Gestrandet. Unsere letzte Jumplink-Drohne... zur selben Zeit und Ort. Letzte Hoffnung für Freiheit auf dem Mars. Alarm. Hochverrat. Pilotenkontakt mit gesuchtem Verbrecher. Wie bitte? Ich habe nur ein Hilfssignal entgegengenommen. Sauerstoff abgestellt. Bist du bescheuert? Was ist hier los? Obsequenz zur Zahlung von Hochverrat. 9 Millionen. Fahr zur Hölle! Ich entscheide selbst, wie ich sterbe. Selbstzerstörungssequenz aktiviert. 3, 2, 1. Wow. Das war gestern, richtig? Bestätigt. Also, die Jumplink-Drohne soll heute ankommen. Pandora-Drohnen im Anflug. Ich geh mal besser aus dem Weg. Eieiei, das klingt aber nicht gut. Objekt im Anflug. Keine ID. Da ist sie. Perfektes Timing. Eingehende Nachricht von keine ID. Oh nein! Block die ab! Kontextfehler. Block die ab. Satz wiederholen. Hier spricht Anoxia. Sie müssen schnell handeln. Computer! Übertragung abbrechen! Kommen Sie zur Jumplink-Drohne! Alarm! Unverrat! Echt jetzt? Pilot in Kontakt mit gesuchten Verbrecher. Du willst mich doch verab... Sauerstoff abgestellt. Was zur Hölle läuft in deinen Schaltkreisen falsch, du verdammter Roboter? Satz wiederholen. Ein Ausweg. Ich muss es zur Jumplink-Drohne schaffen.
So. Wieder schwarz alles. Hallo, Sie müssen... Moment, wer sind Sie? Casey Black. Und Sie sind? Mein Name ist Dr. Eiken. Ich leite diese Station und das Forschungslabor. Aber wir hatten einen spezifischen Piloten kontaktiert. Erklären Sie mir, warum Sie stattdessen dem Ruf gefolgt sind. Keine Ahnung. Der Typ hat sich in die Luft gejagt wegen eurer Nachricht. Mir ist fast dasselbe passiert. Ich musste unter schwerem Beschuss abhauen. Hab überlebt. Jetzt bin ich hier. Das ist unangenehm. Nun gut. Sie wissen, ein Schiff zu fliegen und Asteroiden abzubauen. Wir müssen wohl oder übel mit Ihnen auskommen. Entschuldigung, aber was machen Sie hier überhaupt? Wir arbeiten an dem Seed. Das ist eine biochemische Bombe, die, sofern korrekt eingesetzt, eine sauerstoffhaltige Atmosphäre auf geeigneten Planeten erschaffen kann. Beispielsweise dem Mars. Wow, das hört sich unglaublich an. Also ich glaube kein Wort davon. Sparen Sie uns Ihre Meinung. Wir brauchen nur das Schiff. Unser Fortschritt ist stillgelegt, ohne die richtigen Mineralien. Ich weiß nicht. Eine Bombe klingt gefährlich. Mein Bauchgefühl sagt, ihr bringt nur Ärger. Sie sind nicht in der Lage zu verhandeln. Pandora erschießt jeden Verräter. Wo wollen Sie hin? Nun, ich, Gut. Genau. Machen Sie sich mit der Station vertraut und stellen Sie sich Chief Zainab Azuad vor. Sie werden eng zusammenarbeiten. Chief, sind wir also ab, oder wie hat der geheißen? Zainab, da. Hey, bist du Zainab? Yep, Casey nehme ich an. Wie hast du mich zwischen all den anderen Neuankömmlingen erkannt? Ich kann verstehen, dass Sarkasmus vonnöten ist, um diesen unerträglichen Bordcomputer zu überleben. Ich wollte ihn erst umfunktionieren, aber habe ihn dann ganz rausgerissen. Bin deswegen nicht gerade in der Stimmung für Witze. Sorry. Okay. Und all der Stress wegen diesem dämlichen Bordcomputer. Eiken hat es gar nicht gejuckt, dass der andere Typ tot ist. Ich sollte vorsichtig sein. Du veränderst mein Schiff? Das gefällt mir nicht. Wie wär's mit einem Danke fürs Saubermachen? Aber ist eh nicht deine Entscheidung. Ich wäre trotzdem gern informiert worden. Okay, ich verstehe schon. Du fühlst dich noch als Besitzer. Weißt du, ich werde dich das beste Upgrade selbst aussuchen lassen. Die Waffe. Sieh es als Willkommensgeschenk. Okay. Klar, Laserflag. Auswählen. Das wählen wir aus. Okay. Wie kommt's, dass du für Eiken arbeitest? Vor 10 Jahren suchte sie einen fähigen Ingenieur. Seitdem bin ich dafür verantwortlich, ihre Theorien in die Praxis umzusetzen. Was ist los mit ihr? Sie wirkt so, als hätte sie einen riesigen Stock im... Bitte provozier sie nicht. Du hast keine Ahnung, was sie für dieses Projekt geopfert hat. Nochmal zu ihr? Wenn du bereit bist für die nächste Mission... Komm zum Briefing auf die Brücke. Okay. Ich denke mal, ich sollte mitspielen und gucken, was für mich dabei rausspringt. Spiel mal mit. Mal hinschauen. Hey, ich wüsste gerne mehr über meine Arbeitgeberin. Ich arbeitete früher für Waze in der Abteilung Überleben auf dem Mars, bis ich mich auf der Straße wiederfand. Wie kam's dazu? In der Firma zählen Rang und Familie mehr als getane Arbeit. Interessant. Und all der Stress wegen diesem dämlichen Bordcomputer. Das habe ich schon mal gehört. Wie sind Sie hier gelandet?
Als einer der wenigen Ärzte auf der Oberfläche war es leicht, Unterstützer zu finden. Jahrelang haben wir das Basismodul der Anoxia im Untergrund gebaut und eine Jumplink-Drohne, um es zu transportieren. Jetzt sind wir hier. Wer war der Pilot, den ihr ursprünglich wolltet? Das muss Sie nicht interessieren. Aber er ist wegen Ihnen gestorben. Er wusste, worauf er sich einlässt. Aha. Hatten Sie noch eine Frage? Haben Sie auch einen Vornamen? Ich würde es vorziehen, auf einer professionellen Basis zu bleiben. Okay. Na, ich würde sagen, das war mal die erste Folge von Space Rift. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.